Hi, ich bin Dr. Colli, ich bin Hi. Ja, ich dachte mir, wir gehen mal wieder durch den Garten, ne? Einen kleinen Rundgang machen. Und dann zeige ich euch mal, was hier alles wächst und blüht. Also, zumal die Zoni gerade hier so super aufgeräumt hat und alles freigelegt hat, hier sieht es echt aus wie geputzt. Ja, hier haben wir ganz viele Rosen, alle Farben, gelb, rot, orange. Und hier sind auch nochmal ein Buschrosen, da hinten steht ein Wein. Da müssen wir dieses Jahr mal ein bisschen mehr aufpassen, der ist letztes Jahr leider verschimmelt. Das sieht ganz aus wie eine Mandel, ein Mandelbaum. Da habe ich schon wieder drauf gedrückt auf diesen Knopf. Da sind die Mandeln. Ja, das weiß ich gar nicht genau, was das ist. Aber auch irgendein Obstbaum. Das sieht ganz nach Birne oder Apfel aus. Das ist der Granatapfel. Da oben ist sogar schon ein Granatapfel. Ja, letztes Jahr noch nicht getragen. Alles Früchte abgeworfen. Aber dieses Jahr entwickeln sich schon wieder welche. Ja, das ist ein Apfelbaum. Hier, das ist Artischocke. Haben wir ein paar hier auf dem Grundstück stehen. Apfel. Das ist der Feigenbaum. Und da sind auch junge Bäume gepflanzt. Entweder Orange oder Mandarine oder Zitrone. Das ist auf jeden Fall ein Zitrusbaum. Nochmal eine Feige. Das weiß ich gar nicht, was das ist. Da ist eine von den Katzen, die hier wohnt, beziehungsweise zwei sehe ich gerade. Die sind sehr scheu. Hi! Ja, und hier habe ich meinen Garten angefangen. Da habe ich heute schon Kartoffeln geerntet. Die hatte mir der Wind oder der Hund kaputt gemacht. Da waren nur ganz kleine, aber genug. Und die waren hervorragend. Die habe ich nämlich heute gleich gegessen. Hier steht noch immer der Weißkohl, der schwer gegen Kohlweißlinge zu kämpfen hat. Ja, hier habe ich gut eingegraben. Das sind Honigmelonen. Beete, Zuckerrohr, da stehen zwei Zucchinis, ja, da haben wir sechs, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob das Honigmelone oder Salatgurke ist, das zeigt sich noch. Hier stehen meine drei Geschwister, bis jetzt nur Mais. Und Kürbis. Aber die Bohnen liegen da schon. Die müssen nur noch auskeimen. Die kommen bestimmt auch die nächsten Tage. Ja, Kürbis entwickelt sich auch prima. Da stehen meine 80 Knoblauch. Das waren jedenfalls mal 80, das sind nicht mehr so viele. Okay, hier geht's weiter.
Das ist, glaube ich, Salatgurke. Und da stehen auch noch entweder Gurken oder Melone. Hier haben wir Tomaten. Zwischendrin habe ich meine ausgekeimten Zwiebeln in die Erde gesetzt, dass die wieder Zwiebeln machen. Hier sind Möhren eingesät und rote Beete und in dem Hügel da hinten Erdnüsse. So, hier ist rote Beete und hier Erdnüsse. Ja, alles frisch eingesät, das dauert noch. Ja, und das habt ihr schon gesehen beim letzten Video, meine rote Beete. Da habe ich jetzt dann schon einiges von rausgeholt. Ich glaube, da komme ich gar nicht mehr zum Einkochen. Bis dass ich die gegessen habe, reichen die gerade. Beziehungsweise, wie soll ich es nochmal sagen, das reicht gerade zum Frischessen. So, das muss ich gar nicht einkochen. Und dann haben wir hier noch Sellerie. Knollensellerie. Leider doch ganz schöne Lücken geschlagen hier. Hier standen auch Knollensellerie, da ist nur noch der eine da. Aber immerhin, 12, 15 Stück habe ich. Ja, hier habe ich Zuckerrohr gesät. Ich fürchte, da muss es mehr regnen. Da sind noch mehr Katzen. Da oben ist Puschel und Tina. Springen hier überall rum. 15 Stück. Ja, hier habe ich noch mal Tomaten. Das sind alles verschiedene Tomaten. Jede Tomate ist eine andere Sorte fast. Und da erinnert ihr euch noch dran, die Brennnesseln, von denen ich mal gesprochen habe, und der Rhabarber, der kommt jetzt so langsam richtig gut. Hat sich hier gut eingewachsen. Da ist noch eine Katze, die Flammi. Die hat so was wie eine Flamme auf der Nase. Ja, hier ist Soni und Martin sind hier ganz fleißig, Kartoffeln und Katzen. Hier stehen die Bohnen, die kommen gerade. Das ist Knickohr. Die hat ganz komische Ohren, wir wissen gar nicht wovon. Hier stehen Soni ihre Sonnenblumen, die gehen gerade richtig ab. Da sind auch ganz viele Blumen eingesät, Ringelblumen und ich weiß nicht was noch alles. Und da oben, wo man die Stöcker sieht und die Ringelblumen, da hat die Soni auch noch einen Riesengarten mit wer weiß wie viel Gemüse. Ja, mein Kräuterhügel hier, der macht sich jetzt langsam. Da habe ich schon seit einem Jahr versucht, da Kräuter anzusäen. Das hat nicht geklappt. Und dann habe ich sie jetzt angesät im Topf, da in so einem Mini-Gewächshaus hier. Da sind sie feuchtigkeitsgeschützt und insektengeschützt. Und ja, und dann habe ich sie hierher gepflanzt. Jetzt so langsam entwickelt sich hier ein Kräuterbeet. Habe ich heute schon mit Kartoffeln und Joghurt, Kräuterjoghurt gemacht mit Kartoffeln. Voll gut. Ja, das ist Borretsch. Auch ein leckeres Salatkraut. Und dann habe ich hier noch
meine Experimenttomaten. Also das sind auch ganz viele verschiedene Tomaten. Da. Und da habe ich schon seit 2 Wochen nicht gegossen. Habe ich am Anfang habe ich die 2-mal gegossen nach dem Einsetzen. Entwickeln sich prächtig. Die waren echt winzig. Die hier, das waren wirklich nur 2 Blättchen. Und zwar habe ich hier ein Experiment begonnen. Und zwar habe ich mal von einem spanischen Bauern gehört, der Mandelbäume gepflanzt hat, dass die von dieser Agave, die hier überall wächst, das hier, stehen hier überall da oben. Und da, ja, wenn man davon ein Stück in die Erde eingräbt und da drauf einen Mandelbaum setzt, einen Jungen, dann geht der an. Den braucht man ein halbes Jahr nicht gießen. Und das bei praller Sonne. Das war echt, ja, sehr interessant. Und jetzt habe ich hier unter jeder dieser Tomaten, unter den beiden habe ich so eine Agave und unter den 4 hier habe ich so einen runden Scheibenkaktus, wie der hier überall rumsteht. Und, und dann abgedeckt die Erde. Und wenn man hier guckt, wenn man das Heu wegnimmt, das ist nicht gegossen, obwohl heute den ganzen Tag die Sonne geschienen hat, ist die Erde nass, richtig feucht. Also das Bedecken hier, das hilft super. Ja, und da in der Erde der Kaktus ist, ist da auch Feuchtigkeit in der Erde. Und der Tomate geht super, die wächst prima. Ja. Und dann haben wir hier noch unseren Pracht-Zitronenbaum. Der trägt so viel Zitronen, ich kann jeden Tag einen Becher Zitronenwasser trinken. Werden immer wieder neue reif. Da sind jetzt schon 1 Jahr lang Zitronen dran. Und hier noch mehr Rosen. Also die Vorbesitzer hier, die Eltern von dem Besitzer, die haben wohl ein Riesenfabel für Rosen gehabt. Überall wunderschöne Farben. Das ist ein Pflaumenbaum. Das ist immer lästig mit dem Knopf, da komme ich immer dran. Also hier ist der Orangenbaum, ich weiß nicht, ob der noch auf dem anderen Stück drauf war. Und das sind die Beerensträucher, die der Martin gepflanzt hat. Gab es hier beim Lidl im Angebot. Da hat er sofort zugeschlagen. Brombeeren, Himbeeren, Blaubeeren, schwarze Johannisbeeren. Ja. Und all die Katzen. Ja, Freunde, soweit erstmal der Garten. Das war's für heute. Und der Schnuffel ist auch dabei.